Eine Sommerliebe. Davon träumen viele Singles in der warmen Jahreszeit. Sie begeben sich auf Partnersuche, auch im Internet. Was zunächst wie ein harmloser Flirt beginnt, kann schnell zur kostspieligen Liebesfalle werden. Denn nicht jeder meint es ernst. Wir haben eine Frau aus der Nähe von Magdeburg getroffen, die im Internet auf einen Liebesschwindler hereingefallen ist. Wir nennen sie Silvia. Die heute 55-Jährige schildert uns ihre Erfahrungen. Erkannt werden möchte sie aber nicht. Sein Bild hat mich sehr angesprochen. Das war ein Mann, der konnte mir gefallen, rein optisch. Den Charakter trägt man ja nicht auf der Stirn. Ihr vermeintlicher Verehrer, der US-Amerikaner Derek Willey, 45 Jahre alt, verwitwet, alleinerziehend, Ingenieur in der Computerbranche. Silvia ist auch alleinerziehend. Dann mal kurz Basketball spielen gehen. Okay, mit wem? Mit Anton, weißt du doch. Wie lange? In einer Stunde bin ich ungefähr wieder zurück. Okay. Sie will nicht mehr nur Mutter, sondern auch wieder Partnerin sein. Silvia lernt Derek auf dem Datingportal eDarling kennen. Schnell verlegen sie ihre Konversation auf eigens dafür eingerichtete E-Mail-Adressen. Er schrieb mir morgens, mittags, abends. Er erzählte mir von seinem Tag und fragte mich nach meinem. Derek gibt vor, ein fürsorglicher Vater zu sein und schickt auch Fotos von seiner 16-jährigen Tochter. Außerdem bekundet er sehr schnell seine tiefe Liebe zu Silvia. Er schreibt: Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Du bist wie das schönste Gedicht, das je geschrieben wurde. Wie der beste Song, der je gespielt wurde. Das schönste Bild, was jemals gemalt wurde. Ich hätte nie gedacht, dass jemand wie ich so glücklich werden könnte. Er fing schon relativ schnell an mit großen Komplimenten und mit »Ich liebe dich«. Das war für mich schon auch komisch. Aber dann habe ich gedacht, na ja, er ist Amerikaner, die ticken vielleicht ein bisschen anders. Silvia und Derek schreiben sich mehrmals täglich und telefonieren sogar ab und zu. Der Kontakt wird schnell sehr vertraut. Er hat sich für mein Leben interessiert. Zumindest hat er mir das Gefühl gegeben. Er hat auch mit meinem Sohn gechattet. Und irgendwann war es so, als sei mein Partner auf Montage, als sei er nicht da, würde aber irgendwie trotzdem zur Familie gehören. Silvia ist verliebt. Dann fragt Derek nach Geld. Er sei geschäftlich unterwegs in England und habe seine Kreditkarte vergessen. Jetzt käme er nicht an sein Bankkonto heran. Ich habe ihn gefragt, ob er in England nicht Freunde hat, die ihm helfen könnten. Das ging wohl nicht. Ich muss auch sagen, mein Englisch war damals noch nicht besonders gut und manchmal wusste ich auch nicht, ob ich alles so richtig verstehe. Ich habe dann gezahlt, weil ich ihn auch nicht verlieren wollte. Derek bedankt sich überschwänglich und versichert Silvia, er würde bald nach Deutschland kommen. Dann wolle er ihr auch das Geld zurückzahlen. Er bringt Silvia noch 4 weitere Male dazu, ihm Geld per Western Union zu überweisen. Insgesamt einen 4-stelligen Betrag. Es ist eine Masche. Gut organisierte Banden, aber auch Einzeltäter, Scammer genannt, agieren von Internetcafés meist in Westafrika oder Osteuropa aus. Sie stehlen im Internet öffentlich zugängliche Fotos völlig ahnungsloser Menschen. Dann erstellen sie damit in sozialen Netzwerken wie Facebook und auf Datingportalen unzählige Scheinprofile. Wir sind in Magdeburg bei der Polizeidirektion Sachsen-Anhalt-Nord. Kriminalrätin Ilona Wessner vom Bereich Prävention kennt die Tricks der Betrüger genau. Man muss tatsächlich sagen, dass sich die Scammer sehr große Mühe geben, sowohl die Männer als auch die Frauen. Die Männer geben sich oft aus als Mediziner, als Klinikdirektoren, als Offiziere bei der Armee.
Bei den Frauen haben wir es mehr mit sozialen Berufen zu tun, also auch hier als Krankenschwestern, als Leiterin von Waisenhäusern. Also sie sind auch immer mit wunderschönen Fotos da. Also auch dieses attraktive Äußere lockt die Menschen dann schon in die Nähe dieser Scammer. Mit diesen Scheinprofilen kontaktieren die Betrüger hunderttausende einsame Menschen weltweit. Ein russischer Liebesschwindler erzählt, wie sie vorgehen. Wir arbeiten wie Psychologen. Jeder Mann würde auf eine Frau reinfallen, die seine Interessen teilt und im Leben dasselbe will wie er. Es ist schwer, sich dem zu entziehen. Bei den meisten Fällen kommt es schon nach wenigen Tagen dazu, dass dann behauptet wird, man benötige Geld. Ganz häufig muss dann derjenige, also der Täter, ins Ausland, meist Westafrika. Dort passiert ihm dann irgendetwas. Wir haben sogar Geschichten, wo tatsächlich dann auch mit Selbstmord gedroht wurde, wenn man nicht hilft. Also es geht wirklich ins Perfide. Zurückbleiben Opfer wie Jasmin, die nach so einem Betrug nicht nur finanziell, sondern auch emotional ruiniert sind. Ich habe jeden Tag mit ihm telefoniert und wenn ich ihn nicht erreicht habe, das war ein Weltuntergang für mich. Jasmin war sehr verliebt. Sie hat vertraut und sich Hoffnungen auf eine glückliche Zukunft gemacht. In einem sozialen Netzwerk schreibt sie ein angeblicher US-Amerikaner an. Alex ist attraktiv, Mitte 30, Geologe. Jasmin, die eine unglückliche Beziehung hinter sich hat, ist von ihm angetan. Und dann kommt jemand, der einen versteht, der einen so nimmt, wie man ist. Und derjenige zuvor hat mich nicht so genommen, der hat mich sehr schlecht behandelt. Diplompsychologin Kerstin Brock aus Leipzig weiß, warum sich Menschen auf solch vielversprechende Kontakte einlassen. Die sind sehr verständnisvoll, die bemühen sich, die bieten Dinge an. Also es scheint sehr passend. Ne? Und wenn man lange Zeit sehr allein war und dann plötzlich jemanden erlebt, der sich sehr um einen bemüht, der einen versteht, naja, das ist natürlich sehr verheißungsvoll und das macht an. Alex gewinnt ihre Liebe. Nach 4 Wochen wollen sich die beiden in einem Hotel in Wien treffen. Alex soll aus Nigeria kommen, nach einem Kongress für Geologen. Doch er taucht nicht auf. Später am Abend bekommt Jasmin einen Anruf. Da war ein Doktor am Telefon in Nigeria, ein Dr. James. Und der hat gemeint, ja, Alex, schwerer Autounfall und er kann nicht reden. Ich soll noch mal später anrufen, geht jetzt nicht. Und mein Herz hat gerast. Wie verrückt. Jasmin erfährt, dass Alex im Koma liegt und schnell operiert werden muss. Gegen Vorauszahlung. Das hat mich wahnsinnig unter Druck gesetzt, das Gefühl zu haben, wenn du jetzt nicht zahlst, dann stirbt dieser Mensch. Also das ist so ein unglaublich grausames Gefühl gewesen. Und ich habe halt dann aus lauter Panik heraus, bin ich dann zur Western Union Bank. In den nächsten Wochen hilft Jasmin ihrer Internetliebe noch mehrmals mit Geld aus. Ihre leisen Zweifel schiebt Alex immer wieder beiseite. Seine Stimme war immer sein Kapital und er hat mich oft auch beruhigen können durch die Stimme, wenn ich zurückgeschreckt bin und mir gedacht habe, soll ich da wirklich weitermachen? Und Alex lockt mit einem neuen Treffen in München. Auf Warnungen hört Jasmin nicht. Ich habe mich ja auch von meinen Freunden, den Familienmitgliedern und so immer mehr abgekapselt. Ich habe immer mehr in der Alex-Welt gelebt. Jasmin wartet wieder vergeblich. Dann meldet sich die nigerianische Polizei. Alex wird des Schmuggels verdächtigt. Jasmin zahlt für seine Ausreise. Aber warum? Das kennt ja, glaube ich, jeder selber. Ne? Wenn sehr starke Gefühle im Spiel sind, wenn man den Eindruck hat, okay, jetzt bin ich kurz vorm Ziel, ja, dann hört man nicht mehr so sehr oder manchmal möchte man es dann auch gar nicht mehr, wenn man gerne was haben möchte und dann kurz davor ist. Es ist tatsächlich so eine Art tranceähnlicher Zustand. Doch Jasmin spürt, dass etwas nicht stimmt. Sie fühlt sich manipuliert und konfrontiert Alex damit.
Er gibt zu, Mitglied einer nigerianischen Bande zu sein. Ihre Masche nennt sich Love Scamming. Sie zeigt ihn an, doch die Ermittlungen werden eingestellt. Der Täter kann nicht ausfindig gemacht werden. Jasmins Geld, insgesamt 10.000 Euro, ist weg. Love Scamming oder Romance Scamming, zu gut Deutsch Liebesbetrug, ist die moderne Form des Heiratsschwindels. Wir haben bei den Landeskriminalämtern nachgefragt. Mit dieser Masche werden alleine bei uns in Mitteldeutschland pro Jahr weit mehr als 1 Million Euro ergaunert, Tendenz steigend. Warum funktioniert diese Masche so gut? Wer steckt dahinter und wie kann man sich schützen? Viele Betroffene tauschen sich in Internetforen aus. Eines davon betreibt Sven aus Sachsen. Seinen wahren Namen möchte er nicht nennen, denn er hat den kriminellen Liebesbetrügern den Kampf angesagt. Seit 12 Jahren unterhält er mit 50 weiteren festen Mitgliedern das Scambaiter-Forum Deutschland. Kam das aus eigener schlechter Erfahrung? Nicht aus eigener schlechter Erfahrung. Es hat einfach bloß genervt, diese normale Spams zu bekommen. Die Idee ist mehr oder weniger spontan entstanden. Grund war, dass es im englischsprachigen Raum viele Möglichkeiten gab, sich zu informieren, im Deutschen nicht. Mhm. Dann haben wir gesagt, was in England oder USA geht, das sollte auch in Deutschland gehen. In dem Forum können Menschen Beratung und Hilfe zum Thema Love Scamming finden. Wir sammeln Dokumente, Bilder und verschiedene Informationen. Um Leute zu warnen. Ja, und dann im Sinne der Auswertung dann Leute zu warnen oder beziehungsweise zu informieren, wo es Probleme gibt und wie man das am besten lösen kann. Sven, was machen Sie denn noch neben der Prävention und der Beratung von Betroffenen? Ja, wir eröffnen Accounts in verschiedenen Webseiten, um damit Betrüger anzulocken, die dann in einen Kontakt verwickelt werden und längere Zeit, wenn möglich, beschäftigt, um nicht wirklich Menschen zu betrügen in dieser Zeit. Funktioniert das, wenn man so einen Account anlegt, dass man auch angeschrieben wird? Das funktioniert relativ zügig. Meistens kann man davon ausgehen, dass es schon innerhalb von 24 Stunden der ersten Anfragen kommen. Es dauert manchmal auch eine Woche oder 2 Wochen. Dann kommt zum Beispiel eine Mail wie diese von einer gewissen Rose Johnson. Scammer sind nicht sehr zurückhaltend. Rose bezeichnet sich als Traumfrau. Auffällig, als Anrede schreibt sie Hallo Liebe. Warum so unpersönlich? Auf einer Datingseite werden da gleichzeitig 100 und mehr Männer angeschrieben. Und da kann es natürlich nicht persönlich sein. Und da wird dann eben halt Liebling, Darling, Caesar, sonst was geschrieben, damit das massentauglich ist und nicht jedes Mal neu geschrieben werden muss. Mhm. Was mache ich bestenfalls mit so einer Und da sollte man dann, wenn man das so sieht, sehr kritisch sein und am besten sofort löschen und nicht darauf antworten. Antwortet man trotzdem, verwickeln die Scammer einen schnell in ein scheinbar vertrautes Gespräch. Die angebliche Rose erzählt zum Beispiel gleich eine äußerst mitleiderregende Geschichte. Ich stamme von der Elfenbeinküste. Mein verstorbener Vater war der Ratgeber unseres früheren Präsidenten. Eines Morgens drangen Rebellen in unser Haus ein und ermordeten meine Eltern. Nur ich konnte entkommen und lebe jetzt in einem Flüchtlingslager im Senegal. Das ist ja denn doch eine recht tragische, rührselige Geschichte, wenn sie denn stimmen würde. Genau so ist es. Und das ist der Punkt. Es stimmt nicht. Es wird einfach eine Mitleidsmasche versucht. Es wird verschiedene Wege gefunden, um dann besser die Geldforderung durchzubringen. Das ist das Ziel. Das Ziel ist immer Geld. Solchen Mails sind auch Fotos beigefügt. Die von Rose zeigen eine attraktive junge Frau. Doch das ist vermutlich nicht die Absenderin der Mail. Aber wie kann ich überprüfen, ob das Foto echt ist oder nicht? Ja, das kann man relativ einfach rausfinden, indem man zum Beispiel zu Google geht, dort die Bildersuche benutzt und dann auf dieses kleine Kamerasymbol klickt. Ja. Danach laden wir das Bild von Rose hoch und dann werden wir ganz schnell feststellen, dass ihr Foto schon mehrfach für Betrügereien verwendet wurde, unter anderem auch für den Liebesbetrug. Mhm. Love Scamming. Love Scamming, Liebesbetrug, ja. Das Bild der angeblichen Rose befindet sich in vielen Foren, die sich mit Liebesbetrug befassen. In einem dieser Foren entdecken wir auch zahlreiche Fotos von diesem Mann.
Michael Besson, ein US-Amerikaner. Schon vor 3,5 Jahren wurden hunderte seiner Fotos bei Facebook gestohlen. Seitdem nutzen Betrüger die Bilder für unzählige Scheinprofile mit immer wechselnden Namen. Wir haben Michael Besson ausfindig gemacht und ihn via Skype kontaktiert. Wir wollen wissen, inwiefern dieser Diebstahl Einfluss auf sein Leben hat. Wir reden hier über tausende Frauen, die mir jährlich schreiben. Können Sie sich das vorstellen? Manche von denen sind verrückt, manche werden sowas wie Stalker. Und manche denken, ich bin es wirklich. Manche belästigen auch meine derzeitige Partnerin. Aber 9 von 10 wollen mir helfen. Die Liebesbetrüger machen nicht einmal vor seinen privaten Videos Halt. Sie nutzen sie für Liebesbotschaften, um die Herzen einsamer Frauen zu erweichen. Und nicht nur das. Wissen Sie, es ist schrecklich, wenn deine Kinder so benutzt werden. Die haben Schauspielerinnen, die meine kleinen Töchter spielen. Die rufen bei den Frauen an und erzählen ihnen, dass ihr Vater noch nie so verliebt war. Und dass er sterbend im Krankenhaus liegt. Und es gibt die Fotos, weil ich tatsächlich fast gestorben wäre. Ich hatte Krebs. Und sie erzählen ihnen, du musst sein Leben retten, er will kommen und dich heiraten. Und dann schicken sie Geld. Bei den Scheinprofilen nutzen die Scammer nicht nur die gestohlenen Fotos von Michael Besson, sie erfinden Namen und ganze Lebensläufe. Die erfundenen Personen stammen aus der ganzen Welt. Auch aus Deutschland. Je nachdem, wo potenzielle Opfer angesprochen werden sollen. Heute Morgen hatte ich zwischen 20 und 30 Fake-Accounts. Und davon waren, ich habe genau hingeschaut, weil ich wusste, dass wir heute reden würden, 6, 7, 8 aus Deutschland. Die werden alle gemeldet. Die Hälfte davon wird gelöscht. Wir müssen sie im Durchschnitt 10, 12, 15 Mal melden, bevor Facebook etwas tut, wenn die überhaupt etwas tun. Michael Besson ist der Meinung, Facebook begünstigt das Geschäft der Scammer. Wir fragen nach, wie verbreitet solche Scheinprofile sind und was Facebook dagegen tut. Für ein Interview steht uns niemand zur Verfügung. Facebook antwortet schriftlich. Im ersten Quartal 2018 haben wir etwa 583 Millionen gefälschte Konten deaktiviert. Die meisten davon innerhalb weniger Minuten nach der Registrierung. Insgesamt schätzen wir, dass in diesem Zeitraum etwa 3 bis 4% der aktiven Facebook-Konten gefälschte Profile waren. Aber das reicht nicht, meint Michael Besson. Facebook könnte das alles in einer Nanosekunde beenden. Aber sie machen es nicht. Ich denke, das ist Teil ihrer Bewertungsmethode. Die Anzahl der Nutzer hat Einfluss auf den Wert des Unternehmens. Ich denke, sie verkennen, dass sie auch eine Verantwortung haben. Die Frage nach der Verantwortung stellt sich nicht nur bei Facebook. Was tun die verschiedenen deutschen Datingportale für die Sicherheit ihrer Kunden? 5 der 6 angefragten Portale haben nicht oder ablehnend auf unsere Interviewanfrage reagiert. Nur die Parship Elite Group äußert sich schriftlich. Sie schreibt: Der überwiegende Anteil an unseriösen Profilen wird am gleichen Tag erkannt und deaktiviert. Außerdem schreibt Parship: Wir bieten unseren Kunden umfangreiche Tipps zum Thema Sicherheit bei der Partnersuche im Internet. Auf ihrer Website unter dem Stichwort Sicherheit wird wie bei manch anderen auch zum Thema Love Scamming aufgeklärt. Zurück zu der angeblichen Rose Johnson. Scammer überhäufen ihre Opfer in der Regel mit Liebesbekundungen. Auch Rose ist wenig zurückhaltend, träumt angeblich von einer gemeinsamen Zukunft. Ich will für immer an deiner Seite sein, will für immer deine dich liebende Ehefrau sein. Jetzt auf der Erde und später im Himmel.
Inwiefern werden denn die Betroffenen durch diese Liebesbekundungen auch manipuliert? Ja, die fühlen sich natürlich sehr wohl dabei und werden dadurch auch wieder eingelullt, um dann den Weg zu bereiten, weitere Schritte zu gehen in Richtung Geld. Ist das so? Liebe macht blind. Liebe macht blind und schaltet oft den Verstand auch aus. Beim Liebesbetrug geht es immer um Geld. Die falsche Rose behauptet zum Beispiel, sie habe von ihrem Vater 5,3 Millionen US-Dollar geerbt. Das Erbe befinde sich auf einem Konto, doch um an das Geld heranzukommen, seien Dokumente notwendig. Deren Ausstellung koste 630 Euro. Rose bittet um finanzielle Hilfe und darum, die ganze Angelegenheit erstmal geheim zu halten. Und wenn es dann heißt, psst, das bleibt unter uns. Das ist Taktik. Es geht darum, die Person an sich zu binden und damit Familie, Freunde, Bekannte außen vor zu lassen, um ein wirklich tiefes, gutes Vertrauensverhältnis aufzubauen, das so weit geht, dass wenn dann doch mal Dritte dazukommen, man sagen kann, ich habe alles unter Kontrolle, alles ist gut, das ist die Wahrheit, das wird das große Glück werden. Diese Bindung geht oft so weit, dass die Opfer tatsächlich mehrmals Geld an die Täter überweisen, meist über einen internationalen Bargeldtransfer mit Western Union. So die Erfahrung auch von Sven, der schon zu unzähligen Betroffenen Kontakt hatte. Es wird versprochen, das Geld zurückzuzahlen oder damit einen Besuch zu ermöglichen, um ein gemeinsames Leben zu gestalten und das große Glück gemeinsam zu haben. Und aus dieser Hoffnung heraus zahlen die Opfer einmal, zweimal, immer wieder. Genau. Es wird immer wieder gezahlt, immer in der Hoffnung, dass es das letzte Mal ist und dass dann das große Glück Wirklichkeit wird, so wie es versprochen ist. Was sind denn die Opfer für Menschen? Also es kann im Grunde jeden treffen, quer durch alle Bildungsschichten und Bevölkerungsschichten. Es sind in der Regel Menschen, die Zuneigung und Liebe und Anerkennung suchen und in der Hoffnung, dass dann mit dem Partner, mit dem man sich schon längere Zeit schreibt, auch so zu finden. Und dafür würde man fast alles tun. Das Geschäft mit der falschen Liebe boomt. Und für die Scammer besteht im Grunde kaum ein Risiko. Knapp 800 Kilometer östlich von Moskau. Hier Originalaufnahmen einer Polizeiaktion gegen Internetbetrüger. Sie haben systematisch deutsche Männer um ihr Geld gebracht. Solche Täter wurden schon verurteilt, doch das sind seltene Einzelfälle, bestätigt einer der russischen Liebesbetrüger. Für uns ist das mittlerweile ein normales Gewerbe. Die Behörden kümmern sich nicht weiter darum. Sie verhaften manchmal ein paar Leute, um der Bevölkerung zu zeigen, dass gehandelt wird. Aber eigentlich interessiert es keinen. Auch die Ermittlungen deutscher Strafverfolgungsbehörden außerhalb Europas laufen fast immer ins Leere. Das sind wirklich organisierte kriminelle Strukturen, die dahinter stehen. Wir haben also auf der einen Seite die Täter, die natürlich nicht hier in Deutschland sind, auch nicht von Deutschland aus arbeiten, sondern im Ausland sitzen. Und das bedeutet für uns, dass wir als Polizei ein Rechtshilfeersuchen stellen müssen, mit der Hoffnung, dass diese Länder uns bei der Überführung der Täter unterstützen. Und das ist schwierig. Außerdem agieren die Täter immer unter falschem Namen. Und auch der Weg des Geldes, das mit Finanzdienstleistern wie Western Union ins Ausland überwiesen wird, kann nicht nachverfolgt werden. Zurück zu Silvia aus der Nähe von Magdeburg. Auch sie überweist per Western Union und geht für ihre Internetliebe Derek weit über ihre finanziellen Grenzen hinaus. Ich habe zwei kleine Lebensversicherungen aufgelöst und Geld von Freunden geliehen. Man hilft, weil natürlich Gefühle dabei sind. Es wird an dein Mitgefühl appelliert und ich weiß, wie es ist, wenn man wenig Geld hat und dann Hilfe bekommt. Dann sieht Silvia im Fernsehen eine Sendung zum Thema Love Scamming. Betroffene erzählen und sie entdeckt Parallelen zu ihrer Geschichte mit Derek. Sie recherchiert und meldet sich beim Scambeta-Forum Deutschland an. Hier stößt sie auf eine Liste von Namen und Fotos, die von Liebesbetrügern missbraucht werden. Dort findet sie auch ein Bild von ihrem Derek.
Ihr schlimmer Verdacht wird bestätigt. Ich war erst mal schockiert und fassungslos. Und Liebeskummer, ist ja klar. Es war von Anfang an nur alles Schwindel und Betrug, um an mein Geld zu kommen. Ich war auch wütend. Und diese Energie habe ich dann genutzt, um so viel wie möglich über ihn herauszufinden. Silvia erinnert sich an eine ominöse E-Mail, die sie ein paar Wochen zuvor bekommen hat. Sie ging auf der nur für Derek eingerichteten Adresse ein. Ein Kevin Majowa K. fragte sie, ob sie offen wäre für eine ernsthafte Beziehung mit einem Afrikaner. Sie hielt das seinerzeit für einen Treue-Test. Jetzt sucht sie diesen Kevin im Internet und findet ihn auf Facebook. Es ist ein junger Afrikaner, Ende 20. Ist das der Betrüger, der sich hinter dem falschen Derek verbirgt? Zu ihrer Überraschung postet er Fotos von sich aus Deutschland. Ihre weiteren Recherchen ergeben, Kevin Majowa K. lebt in einer Asylbewerberunterkunft in Konstanz am Bodensee. Nebenbei schreibt sich Silvia auch weiter mit dem angeblichen Derek, tut so, als sei nichts geschehen. Die Mühe wird belohnt. Der mutmaßliche Betrüger gibt, ohne es zu ahnen, einen wichtigen Hinweis. Plötzlich hatte er mich immer begrüßt mit Hi, Schatz. Also er hat deutsche Wörter in den Chat gebracht und das war neu. Er sagte, er hätte einen Kollegen aus Konstanz und von dem würde er etwas Deutsch lernen. Kevin und der angebliche Derek haben zeitgleich eine Verbindung zu Konstanz. Das kann kein Zufall sein. Kevin muss der Liebesbetrüger sein, der sich hinter dem falschen Derek verbirgt. Ich habe nur gedacht, jetzt habe ich dich, jetzt mache ich die Anzeige. Und du hättest dich nicht auf deutschen Boden wagen sollen. Über ein Jahr nach dem ersten Kontakt zeigt Silvia K. den Liebesschwindler bei der Polizei an. Sie übergibt den Beamten alle Unterlagen, darunter Chatprotokolle, E-Mails und Fotos. Der beschuldigte Kevin wird befragt. Und die Beamten beschlagnahmen seinen Laptop. Darauf wird die gleiche Kommunikation festgestellt, wie Silvia sie vorgelegt hatte. Wir haben es ja also eindeutig mit einer Art des Betruges zu tun. Und zwar wird hier unter Vortäuschung falscher Tatsachen jemand dazu bewegt, Vermögen zu übergeben. Das ist ganz eindeutig, ganz klar der Betrug. Kevin Majowa K. wurde vom Amtsgericht Konstanz wegen Betruges in 7 Fällen zu einer Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 3 Monaten verurteilt. Diese Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Im Berufungsverfahren vor dem Landgericht Konstanz wurde die Strafe allerdings noch einmal um 3 Monate reduziert. Ich bin dankbar dafür, dass ich ihn vor Gericht kriegen konnte. Ich habe das Geld trotzdem eingebüßt, aber ich habe eine Genugtuung bekommen. Dadurch konnte ich damit abschließen. In diesem Fall ist der Liebesbetrüger verurteilt worden, doch das Geschäft, das geht weiter. Deshalb seien Sie vorsichtig im Internet, wenn der Kontakt Sie schon nach kurzer Zeit mit Liebesbekundungen überhäuft, und überweisen Sie niemals Geld an jemanden, den Sie nicht schon persönlich getroffen haben. Das war die Spur der Täter für diesmal. Wir sehen uns wieder am nächsten Mittwoch, 21.15 Uhr. Ihnen noch einen guten Abend und auf Wiedersehen.